Hoi, das ist Urs. Urs hat das Gefühl, nicht mehr so gut zu hören. Seine Frau Lisbeth und auch seine Enkeltochter Anna raten ihm, einen Hörtest zu machen. Denn es macht beiden keine Freude, Urs alles mehrmals sagen zu müssen. Doch Urs möchte eigentlich noch kein Hörgerät. Bei einem Treffen mit seinem Freund Beat erfährt Urs vom KOI-Institut. Beat berichtet Urs von seinen tollen Erfahrungen mit dem KOI-Gehörtraining. Denn mit dem Gehör ist das wie mit der Muskulatur. Nur Training macht schwache Muskeln wieder fit. Und genauso muss auch das Hören und Verstehen trainiert werden. Beat hat zu Hause sein Gehör eine halbe Stunde am Tag trainiert. Nach einem Monat war er wieder so fit, dass er sich in einem lauten Restaurant mit Familie und Freunden sogar wieder gut unterhalten konnte. Er hat alles verstanden. Das Training funktioniert ganz einfach mit einem cleveren Lernprogramm und einem kleinen Lerncomputer. Weil Beat schlecht hört, hat er auch noch kleine Trainingshörgeräte gebraucht. Alles wurde individuell angepasst. Dank dem Gehörtraining konnte Beat sein Verstehen, seine Merkfähigkeit und seine geistige Fitness verbessern. Und dadurch hat er seine Unsicherheit überwunden und kann Gespräche in der Gesellschaft wieder genießen. Er kann auch wieder lange ohne Anstrengung zuhören. Egal, ob man nur das Gehör trainieren möchte, Hörgeräte benötigt oder schon ein Hörgerät hat. Bei KOI ist man in guten Händen. Auch Urs hat den Versuch gewagt und sich vom KOI-Institut helfen lassen. Seine Frau Lisbeth und seine Enkeltochter Anna sind auch froh, denn nun können sie sich wieder problemlos mit Urs unterhalten. KOI, das Gehör ist trainierbar.